Mein Name ist Stefan Gandelau, Leiter der Feuerwehr Troisdorf und wir befinden uns hier im Camp Spich bei einem Speditionsunternehmen. Wir haben eine Alarmierung bekommen, dass es ein austretendes Pulver auf der Ladefläche eines LKWs geben soll. Daraufhin sind wir hingefahren zum Erkunden. Erste Erkundungsergebnisse haben dann gezeigt, dass es sich wohl um einen Gefahrstoff handelt, der auch als solcher gekennzeichnet war. Dementsprechend haben wir dann hier die Einsatzstelle mit ABC2 aufgemacht. Bei den weiteren Erkundungsmaßnahmen und Sichtung des Sicherheitsdatenblattes gab es dann Unklarheiten, was den Stoff angeht. Und zur sicheren Seite haben wir dann eine Alarmstufenerhöhung auf ABC3 durchgeführt, um entsprechende Kräfte hier vor Ort zu haben. Nach Gesprächen mit den Herstellern, mit diversen Firmen, die da in Betracht kommen, haben wir jetzt weitere Erkenntnisse gewonnen. Zwischenzeitlich auch zwei unterschiedliche Sicherheitsdatenblätter gehabt zum selben Stoff. Das konnten wir aber jetzt durch Rücksprache mit dem Hersteller klären. Und wir sind jetzt dabei, Kräfte vorzuschicken, die dieses Pulver aufnehmen, dann umfüllen in ein anderes Behältnis und dann entsprechend den Versender bzw. den Betrieb wieder zuführen können. War das jetzt ein gefährlicher Stoff oder können jetzt noch die Mitarbeiter oder die anderen? Wir können eine Gefährdung für unsere Einsatzkräfte nicht hundertprozentig ausschließen. Deshalb ziehen sie sich auch gerade um in Schutzanzüge, um das Material entsprechend aufzunehmen. Und für die Mitarbeiter, die hier vor Ort waren, auch für den Fahrer, hat zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Er ist trotzdem gesichtet worden durch den Rettungsdienst, der hier vor Ort war. War aber alles ohne Befund. Das heißt, Sie müssen noch gleich noch den Das wird sich gleich rausstellen, wenn bei den Aufräummaßnahmen sich die Einsatzkräfte beschmutzen mit dem Stoff. Ja, werden wir die dekontaminieren müssen. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, wo wir momentan von ausgehen, dann brauchen wir das nicht. Wie viel war das und wie sah das aus? Das ist so ein orange-roter Stoff, also in Richtung Sand, also so sandförmig, Granulat, feines Granulat. Und muss man sich halt ein offener Karton, wo so Sandkörnung austritt. Kann man als Feuerwehr sagen, wie es dazu gekommen ist, dass da was aufgetreten ist? Da haben wir überhaupt keine Erkenntnis. Ja, also am Anfang war es klein, jetzt ist es größer geworden. Wie viele Einsatzkräfte hier sind hier und es ist ja nicht nur aus Troisdorf Einsatzkräfte? Nee, wir haben mittlerweile Einsatzkräfte hier gehabt aus Bornheim, Eitdorf und auch aus Siegburg. Das liegt aber daran, dass wir im Rhein-Sieg-Kreis dieses Konzept haben, wo wir halt Messgruppen von mehreren Feuerwehren zusammenziehen, wo wir Dekon-Einheiten aus mehreren Feuerwehren zusammenziehen. Wie ich eben sagte, zwischenzeitlich hatten wir durch die unterschiedlichen Sicherheitsdatenblätter eine, ich sag mal, Informationsschieflage, wo man nicht genau wusste, wie gefährlich ist jetzt der Stoff. Wir sind natürlich vom Schlimmsten ausgegangen, das dazu geführt hat, dass wir das alles aufgefahren haben, was jetzt hier ist. Und das fahren wir aber jetzt in diesem Moment auch schon wieder runter, weil wir jetzt nach dem Rücksprache mit dem Hersteller die Erkenntnis haben, okay, es ist nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Deshalb reduzieren wir jetzt sofort die Kräfte, die von weiter weg sind schon oder fahren jetzt wieder nach Hause. Nur am Anfang gehen wir halt immer vom Schlechtesten aus. Ne? Wie viele waren das ungefähr insgesamt? Gesamtzahl habe ich im Moment noch nicht, die kann ich Ihnen nachweisen. Schon ein paar? Ja, schon ein paar. Also ich würde mal aus dem Bauch schätzen, weil ich gesehen habe, sind hier locker 70, 80 Einsatzkräfte. Das ist nicht der einzige Einsatz, den Sie hatten, also schon nee, wieder jetzt einer. Aber wir hatten jetzt parallel auch noch einen Einsatz in Oberla, ein kleines Feuer, aber ja, passiert nochmal. Nee, also ich meinte jetzt bei dem Betrieb, dass das so schon mal was war und jetzt schon wieder hier beim selben Betrieb sind. Ja, mag sein, also das merke ich mir nicht alles. Sonst noch irgendwelche Besonderheiten? Nee, alles gut.